Und hier ein Enderman. Kommst du mit runter? Kannst du den Ja, Enderman ich erschießen? Da ist nämlich ein Enderman. nee, der ist. Das ganze Knicken, Enderman erschießen Was passiert ist. eigentlich, wenn man dem in die Augen guckt? Greift er einen an. Okay, also sollte ich das lassen und ihn schlichtweg ignorieren. Ja, einfach. Ja, die sind feindselig schon. Aber. Creeper, Creeper, Creeper! Ja, gönn dir. Hattest du nicht gerade was von Bogen gesprochen? Ja, aber ich will das. Ich hab den Enderman im Schussfeld. Jetzt greift mich der Enderman auch an! Das sind ja sehr, sehr lustige Geräusche. Ich habe mich mal ein bisschen weg vom Acker gemacht. Ich habe mich ein Was? bisschen vom Acker gemacht. Ja, da kannst du Ah, runter. okay, da bist du. Wieder ein bisschen in den Gang rein. Ja, ich nehme mal natürlich wieder alles mit, was es hier so gibt, weil es ja gratis, ne? Ich mache gleich noch mal ein bisschen wackeln. Ah, ich höre den Enderman porten. Okay, hier oben ist nix. Das ist ein Enderman porten. Hörst du den nicht? Ah, jetzt doch auch, ja. Okay, da oben ist nix. Dann gehen wir mal da vorne ein bisschen weiter. Ja, da ist definitiv was. Mach mal den Holz ab. Kohle. Holzkohle. Ja, komm. Ja, weiß nicht, nee. Machen Ko diese Kohle. Batcaves eigentlich was, wenn ich die attackiere, oder? Nö, die sind eigentlich One-Hit. Ah, okay. Glaube ich jedenfalls. Sind die One-Hit? Ah, Creeper! Da, ja! Mach ihn platt! Der sitzt gerade im Wasser. Ja, der ja, ist im ja, Wasser. Aber trotzdem, ich krieg da immer voll die Panikzustände. Ich hab auch nicht so viele Pfeile, da muss man ein bisschen kostensparend dran gehen. Soll ich immer nur draufhauen, wenn man. Ach. Ja! Fuck, 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 fuck. Ich werde gerade von einer Spinne und einem Skelett attackiert. Creeper, Creeper, Creeper! Fuck, Skelett. Also mit den Viechern schlage ich mich dann doch noch lieber als mit dem Creeper. Au! Der Creeper hat wehgetan. This Creeper sucks. Blöde Fledermaus. Solange du es überlebt hast. Das hört sich nach einem Pigman an. Wieso hört sich das Zombie nach einem Pigman an? Ne, ich habe oben du? Ein Schwein platt gemacht. Das ist kein Zombie-Pigman, das wäre jetzt miese. Wo bist du denn? Ich bin mal ein bisschen am Wasserfall hochgegangen und mal gerade so geguckt, bis wohin der ganze Stuff hier geht. Nö, sieht aber eigentlich recht passabel aus. Ich komme jetzt wieder runter. Alles ein bisschen ausgeleuchtet. So, da bin ich wieder. Da unten ist ein Skelett. Mach es tot. Geht's da unten irgendwo spannend hin oder haben wir dann hier soweit alles explored? Wir haben alles explored. Und ich habe einen Bogen für cool. dich. Warte. Nein, falsch, falscher Bogen. Meiner Wieso? Bogen, mein Bogen, Was mein Bogen. Gib. Du bist witzig. Da kommt noch ein Skelett. Ich habe zwei Bögen jetzt. Jo. Da ist irgendwie nicht so was. Okay, nicht gut, dann haben wir das jetzt aber zumindest schon mal explored. So, und dann gibt's hinten noch ein Stück weiter eins. So, dann mal nix hier raus hier. Und wo geht's da lang? Ah, Kohle. Lass doch grad die Kohle mitnehmen. Ja, da war ich gerade dabei. Sonst nichts? Hier? Eigentlich müssen wir jetzt noch zwei Betten mitnehmen und dann so eine Runde exploren gehen. Aber warum Betten? Ja, dann Nacht nicht mit den Leuten, mit den Viechern zu schlagen zu müssen. Ja, aber hier, das Cave ist ja zu. Wir könnten natürlich entweder unser Main Cave weiter exploren, aber das würde ich, glaube ich, in der nächsten Folge mal machen. Nicht mehr heute. Ja. Nö, nee, muss nicht so, sein. So, dann lass uns aber hier noch ein Stück weiter gehen.
da hinten geht's nämlich nochmal wo rein. Oh, hast du die Schere da? Ich hab die Schere ja. dabei. So, da, das gehört noch zum anderen Cave, das da. Da setze ich mir hier gerade was hin. Schafe! Schwarze Schafe. Beware auf reinfallen. Da kommen wir raus. Oh, Schweinchen! Mittagessen! Hier nur Schafe. Ja. Schafe, Schafe, Schafe. Ja, Schafe sind hier genug abbauen. Und Kühe auch. Warte, war das das Cape, wo ich... Na! Wo denn hin? Au! Wieso springe ich da noch mit Anlauf runter? Ja, genau. Einfach, weil ich es nicht kann. Bisschen scharf schicken. Okay, also hier unten geht's noch irgendwo runter. Ich weiß noch gar nicht mehr so genau, ob es da weitergeht. Offensichtlich. Spring ins Wasser. So, da war ich ja vorhin schon mal. Ah, hier geht's raus. Ja, so, aber da hinten könnte es noch irgendwo hingehen. Nö, sieht auch ziemlich geschlossen aus, aber ein bisschen Kohle noch. Aber ich glaube, hier war vorhin noch ein anderes Cave, also Caves gibt's hier mehr als genug, würde ich sagen. Plopp, und da ist auch schon die nächste Hacke durch. Kommen wir eigentlich schneller, wenn wir beide gleichzeitig auf so ein Ding draufhauen? Keine Ahnung. Au! Ups, sorry. Lappen. Du hast eine Rüstung, ja, ich nicht. Ich snack, glaube ich, jetzt erstmal ein. Wieso hast du keine Rüstung? Ja, weil du nur eine Rüstung hast. Cool. Damals eine Runde gebracht, das hat nicht mit dem Leder gereicht. Ja, stimmt, da war was. So, dann mal nix wie raus hier. Portet sich doch schon wieder ein Enderman rum, oder? Hm, ich hab nichts gehört. Okay, also so. Wollen wir ein bisschen in die Wüste gehen und nach so einer Wüstentempel suchen? Wir solange es noch hell ist. Alter, die Wüste ist nice und Kakteen und Chickens und. Ich könnte mal auf dem Rückweg da ein bisschen Sand mitnehmen, ne? Komm. Da gibt's Papier. Ohohoho! Yay, nehmen die alle mit. Warte, da drüben ist ein Wissentempel. Oh, cool. Da, guck mal. Alter, das ist ja voll optimal hier. Und da gibt's nochmal Papyrus. Lass uns den Papyrus mitnehmen und dann zum Wissentempel. Und es ist gerade Mittag und das ist geil. Optimal. Ich renn schon mal ein bisschen zum Wissentempel vor. Okay. Und lass uns hier demnächst mal mit einer Schaufel hingehen. Ach ja. Wir wohnen ja wirklich optimal. Keine Glashäuser bauen. Nö, aber so die Monsteranlagen will ich in Glas ein bisschen bauen. Und auch ansonsten kann man mit Glas schöne Dinge machen. Muss man ganz da aufpassen, gut, wenn man den explort, oder? Ja, es gibt Fallen. Also, wir gehen an der Seite rein, da sind wahrscheinlich Monster drin. Hier nicht auf das von dem Blauen runterbauen, also nicht draufspringen und so und da drunter eine Reihe von 4x4 TNT ist, 3x3. Achso, und wieso explodiert das dann, wenn ich da drauf trete? Weil da ein Trap-Falle ist. Also wir müssen uns ja an der Seite runterbauen. Ach, hier kann man sich reinbauen oder so. Ich habe die Dinger noch nie explored. Ja. Ja, also ich kann dir mal das zeigen. Hier gerade so. Guck mal, wenn du da runter guckst. Siehst du das? Nicht reinfallen. Ja, und was ist da unten? Geht weit runter. Wir müssen da runterbauen. Das sind Kisten. Ah. Ich habe 31 Cobblestones. So, und das Ding muss weg. Lass mal bitte das Licht an.
das soll das machen, wenn wir unten sind, die Dingens abbauen. Soll ich mal grad. Den. Also die. Die Trapdoor abbauen. Vor allen Dingen hätten wir da fast ein Stück. Hier sind drei Diamanten drin. Vor allen Dingen hätten wir da fast was draufgebaut auf die Trap. Ah, hier ist Knochen drin. Das Rotten Flash lasse ich einfach da. Oder wie? Hey, Smaragde und Eisen und Gold und Knochen. Und lass die Kisten auch mitnehmen. Aber das. Okay. Weil dann müssen wir keine selber craften. Ist geschenkt. Beste kommt aber noch. Was hast du vor? Hier ist TNT drunter. Ah. Okay, gut zu wissen. Also wie gesagt, ich habe halt selber noch nie so einen Tempel explored bis jetzt. Hast du einen TNT zufällig? Ja, musst du im Inventar haben. Gibt's hier sonst noch was oder war's das mit dem Tempel? Ja, das Blaue, das ist die Rolle. Dies. Kann man mitnehmen oder nicht? Kann man bestimmt schön einen Teppich fürs Wohnzimmer draus machen oder so. Und auf jeden Fall nicht runterfallen. Ist sehr zu empfehlen. Und ja, dann können wir wieder rüber. Wir schlagen uns durch oder? Ja, wir haben genügend Wolle dabei, aber ich habe kein Holz dabei. Was brauchst du Holz? Für Dinge zu basteln. Ach, Bett? Genau. Was hab ich denn so holzmäßig dabei? Nichts. Okay, vielleicht höre ich auf, den Tempel zu zerstören, sonst sieht er von außen so hässlich aus. Oder sollen wir einmal durch die Wüste Speedrun machen? Wo ist mein Bogen? Ich glaube, den hast du vorhin gedroppt. Ich hab ihn, glaube ich. Wo bist du denn? Gibst du mir den? Oder gibst du mir... Halt, hier, hinter dir. Da. Ah, ja, danke. Kein Ding. Der hat jetzt ein volles Inventar. Ja, ich auch. Okay. Sollen wir mal durch die Wüste rennen oder nicht? Können wir machen. Welche Richtung müssen wir denn? Da hinten hin, da wo der Enderman ist. Was ist das für ein komisches Geräusch hier? Der Enderman, wir müssen da lang. Ja, gut. Wir müssen da vorne dann zwischen den Bergen da durch und dann... Da ist eine Spinne. Ja. Kann die mich auf dem Wasser attackieren? Ja. Okay. Wir müssen... Ja, genau. Ich renne einfach sehr, sehr schnell. Ja, ich auch. Dim, 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 dim. Lauf, Forest, lauf! Die Zombies sind noch gar nicht mal so schnell. Ja. Da kommt ein Baby-Ding hinter dir. Lauf! Da kommt Baby-Zombie hinter dir, ja. Egal. Und Creeper. Was sind... Wollen wir Creeper gehen? Was sind eigentlich diese doppelten Gräser hier, die hier immer stehen? Was ist das genau? Und wie kann ich die abbauen? Pop Creeper! Hilfe! Wo bist du? Auf dem Weg nach Hause? Wo bist du? Ich hab ein Hühnchen gekillt, aber ich konnte es nicht mehr aufnehmen, weil ich nicht mehr genügend. Da vorne rennt ein Creeper rum. Ah! Spinne! Aua, die macht Schaden. So, ich mach mal hier ein bisschen Licht an. Immer noch den Baby-Zombie hinter dir. Wo? Ich sehe den nicht. Ach da, oh, wie cool. Und du ziehst gerade drei Zombies hinter dir her. Ja. Warum hopst der Baby-Zombie vor mir? Ich glaube, du hast die Aggro von dem. Weil der gerade vor mir rumhopst, der Baby-Zombie. Der ist hinter dir. Ja, aber der stalkt dich. Der ist nämlich ganz kurz auch gerade vor mich gesprungen. Ja gut, das kann sein. Okay, haben wir es gut nach Hause geschafft soweit. Na gut, nicht zu früh freuen, aber... Hey. Ah, soll noch runterfallen? Ja, das sollten wir auch mal fixen. Ja, schon. Ja, egal, demnächst. So, safe at home. So, und jetzt erstmal den ganzen Shit abladen. So, was haben wir denn so? Denke ich mir auch. Nee, haben wir nicht. Dreck, Gravel, Flint, Animal Drops, Knochen gehört zur Farm. Hier, Diamanten.
5 Diamanten, das reicht für ein Diamantenschwert und für ein Dingens. Spinnenauge. Tut zu den Wehrdrops auch TNT dazu. So. Wo haben wir Food und Stuff? Was ist das? Mob Drops. Ah, okay, ich habe hier Animal Drops gerade meinen Mob-Kram hingeworfen. Ich muss mich, glaube ich, hier noch ein bisschen mit dem Ordnungssystem angewöhnen. Rare Metal, das heißt Gold und Iron und Smaragde. Wo hast du das TNT hin? Auch zu den Rare Metals, glaube ich. Okay. Da würde ich dann auch den Gun-Crawler hier, reintun. Wollten wir die Knochen nicht zu dem Farm-Shit legen, oder? Habe ich das nicht? Ich habe das Bone Meal zu den Farmen. Ach so, aber Knochen sind ja. Knochen habe ich zu den. Ja, Knochen ja, habe ich zu den Drops getan. Wo habe ich denn Wolle? Wo haben wir das Futter? Ist das alles oben oder gibt es hier auch eine Futterkiste? Nee, hier unten gibt es auch Futter. Wo? Nee, wo ist das? Auf der linken Seite irgendwo. Auf der linken Seite. Food! Okay, dann tun wir da mal Raw-Ding hin und Weizenkörner tue ich nach oben. Wo haben wir Redstone-Krams? Hier auch auf der linken Seite, glaube ich. Da, ihr bist da. Ja. Ah, da, dann tue ich da auch die Druckplatte hin. Oh. Gut, Iron. Das habe ich ja vorhin auch schon gesehen. Tu mal die Eier zu den Food-Sachen. Iron und so ein Kram kommt. Ganz am Anfang links. Ah, okay, Rare Metal. Gut. Tun wir da hin. Was habe ich sonst noch hier? Zuckerrohr tun wir auch um zu den Plantagen-Sachen. Pfeile? Sind das Mob-Drops oder? Weapons. Ja, Werkzeug. Wo ist Werkzeug? Aber. Gibt's nicht. Dann tue ich das jetzt erstmal. Oder weißt du was? Hier, ich werf dir die Pfeile hin, du hast die. Dann bekommst du auch noch den kaputten Bogen, weil brauche ich gerade eh nicht. So. Sandstone. Wo kommt Sandstone hin? Ganz hinten rechts oben, glaube ich. Ah, stimmt. Wo tue ich den Snowball? Wo soll ich die hin tun? Snowball? Zu den Twinkies. Könnte auf dich werfen. Boah. Also das wäre für die Leute, die den Film Zombieland nicht kennen, das war jetzt gerade ein Anspieler auf den Film Zombieland. Findet euch Kohle. Lass mal gerade die Farm farmen. Ach, ja, ich auch gerade, deswegen. Also farmen wir noch gerade, dann gehen wir pennen. Und machen mal ein kleines Päuschen für heute. Können wir dann irgendwie die Tage noch weiter suchen. Hm. Weil. Ja, was? Ich werde dann wahrscheinlich lernen jetzt auf. Ja, das sowieso, aber mal so zur Abwechslung. So ein bisschen Suchten schadet nie. Irgendwo was kriegt gerade Schaden. Kann das ja, sein? Wahrscheinlich so mit oder so. Ich habe 3 Buckets. Das ist... Soll ich mal Wasser holen? Wozu? Können wir immer noch holen. So. Weil Wasser haben wir jetzt infinite in der Farm. Und? Kohle, lalala. Wo kommst du hin, du Kohle? Ganz am Anfang links zu den Eisen und so weiter. Ah, okay. Gut. Chests baue ich einfach mal direkt hier hin. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir uns mal hier eine Runde aufs Ohr, ne? Ja, ich überlege, soll ich das andere da lassen? Soll ich was da lassen oder kann ich es im Inventar lassen? Oder, ja, klar, du. Ja, was hast du? Nee, behalt das mal ruhig in deinem Inventar und dann. Also, ich habe den Bogen halt und ein Eisenschwert und eine Eisenspitzhacke und ein paar Cookies und 12 Pfeile und. Ja, aber du wirst ja garantiert nochmal hier weiter suchten, von daher. Ja, von schon. Daher behalt dein Stuff. Ganz ehrlich, wenn mein Kollege hier oder so mitzockt, dann muss der sich halt selber sein Kram fahren. Ist ja kein Ding. Okay. Ja, dann sollte ich zuerst disconnecten, oder? Ja, genau, oder? Dann disconnectest du und dann... Dann noch...
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, genau. Dann bis demnächst mal wieder.